So, nachdem mir gerade mehrmals ins Wort gefallen wurde und meine Frau mir noch mitgeteilt hat, dass sie vermutet, dass unser Hund schwanger ist, spielen wir jetzt endlich mal wieder Grounded und meine Kamera ist jetzt da und nicht mehr da und deswegen muss ich jetzt umdenken und wir legen los in 3, 2, 1 und ach komm, ich, oh, scheiße. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Wir haben eine ganze Weile nicht mehr gezockt und wir haben sie wieder dabei, den, oh, ich muss, oh, ich bin gespiegelt, sehe ich gerade. Da oben, den No-Budget-Nerd und Moin Moin. den mich auslachenden Herrn Schabernack, Arschkriege. Ja, heute auch aus irgendeinem unerfindlichen Grund schlecht drauf ist Kai. Kai, warum bist du schlecht drauf? Geh dich einen Scheißdreck an, können wir jetzt endlich tauchen gehen? Ja, wir gehen jetzt Nein! tauchen. Wir erkunden schon wieder den Pond und diesmal wollen wir diese blöde Kacke da unten reinkommen. Wir haben Flossen, wir haben Tauchergerät, wir gehen jetzt Alright, los. So, Shadow. als Abmarsch. What you got now? Kai geht vor. Whoa. Kai isst Kai erstmal ist was. das kann wohl nicht Lumpen. wahr sein. Ach ja, doch, die Flossen sind eigentlich recht gut. Wird sich zeigen. Boah, ich hab gar nicht die Schleimfackel, du Dusselmüller. Ich war einfach nur so ein Schleimpilz. Was? Eigentlich habe ich dir eine Fackel hingeschmissen. Nein, ich habe einfach nur so einen dummen Schleimpilz. Ah, ist Ja, auch egal. aber der macht auch Licht. Und So, du hast auch schau. so einen Teil. Kai ist der Einzige mit richtigem Equipment hier. Nee, ich habe auch richtig. Ich habe auch diese Fackel. Nein. Warum auch immer hier eine Kieselaxt rumliegt. So, Ja, nochmal warum einmal denn kurz nicht? Wasser, Sauerstoff atmen und Ja, dann geht's ich weiter. bin voll. Voll. Ja, voll. So, und da sollen irgendwie drei Schalter rumwuseln. Oh, das ging ja jetzt. Jetzt. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir die finden. So, wir nehmen natürlich hier Turboantrieb. Hier ist noch einer, ne? Oh, das sieht schon mal So, das da oben ist auf jeden Fall mal ein Schalter. Aber die Frage ist, Wo hast du einen Schalter? wie legen wir den das um? hier ist ein Hier. Schalter. Das sieht nach einem Schalter aus, ja. Zeitschaltuhr, ja. Regler drehen. Hier, Wie? kann ich nicht. Vielleicht kann das nur der Horst. Kann ich Oder wir müssen nicht. davor rumschwimmen. Kann auch sein. Status passt. Ja, scheint auch schon Aber wir haben. gedreht zu sein. Tatsächlich. Ich schwimme nochmal zurück, weil die 80 Sauerstoff. Sekunden, die Hälfte ist zumindest mal rum. Ja. Okay, und hier sind auch schon wieder Feinde. Das ist mal ganz schön Ja, uncool. es ist ein Spinnen, es ist ein Spinnen. Ja, und ich habe schon wieder nur 26 Sekunden und sterb schon wieder mitten in der Aufnahme, weil das ja so toll ist. Ich fürchte, ich auch. 15. Oh. 30. Schwimm schneller, du. Den kann mich uns auch wieder beweben. Das ist doch schon mal was wert, oder nicht? Wenn der nach oben kommt. Und der Wasser? Ich glaube, das geht, oder? 3, 2, Ja, ich bin noch nicht mal annähernd aus 1. der Höhle raus. Oh, 80 Sekunden, Ich Alter. sehe die Blase. Puh, ich hab in der Blase bei 0. Ja, man kann tatsächlich nicht respawnen. Da ist der Kai und da in der Nähe ist auch mein Rucksack. Auf dem Boden ist noch was. Der Boden sieht hier ziemlich interessant aus. Aber ich sehe keine weitere Zeitschaltuhr. Das ist schon mal Take schlecht. that, Take that, Vampires. Vampires. Wo ist denn? Da ist der Kai. Einfach runter. Doch, hier ist noch eine. Hier ist noch Okay, kannst du ihn umlegen? eine. Nein, die ist unter einer Glasplatte. Na toll. Ja, Ach, scheiße. super. Jetzt will ich zurückkommen und jetzt will ich ertrinken. Jetzt will ich ertrinken. War klar. Dim-dim. Obwohl, warte mal. Warte mal. Hier ist Luft. Echt? Nee, das war ein Strom nach oben. Scheiße, ja toll. Strom nach oben hilft dir doch auch. Ja, aber ich bin halt gegen die Unterwasserdecke gefallen. So, ich bin schon mal bei Kai. Kai, ich bin da. Wir können. Jupp. Dann hole ich Ja, mach mal, erstmal mein ich Equip. sterbe. Du stirbst derweil. Sehr Ich schön. sterbe gerade. Alter, das 5, ist auch ein Abfuck 4, hier unten, ne? 3, 2, 1 und tot. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Rucksack. Dann warte ich auf Michi und werde ihm die Sachen geben. Oder? Ja. Ach, komm, hier alles nehmen. So. So, dann werde ich erstmal wieder zur Blubbelblase. So, dann bin ich wieder bei diesem scheiß Kabel. Das ist auch ein Abfuck, ey. Dass da unten auch nirgendwo Sauerstoff ist, ne?
Ist ganz schön ätzend. Ich habe jetzt aber kein Equipment, ne? Nee, dafür bin ich ja da. Ich tauche mal auf. Ne, und ich bin dann oben und gebe dir die Sachen. Also wir können tatsächlich senkrecht runtertauchen. Kommen wir genau hin. Plopp. Und hier ist direkt auch eine Seerose. Hier sollten wir mal einen Marker draufstellen. Dann wissen wir, hier können wir runter. Das mache ich mal. Dann müssen wir nicht mehr den langen Weg nehmen. Ne, hier ist wirklich nur schwimmende Markierung. Oh, cool. Nicht, dass sie wegtreibt. Nee, das glaube ich nicht. Du glaubst es, aber du weißt es nicht. Boah, braucht man da viel Scheiße für. Alter. Das ist ja die normale Goldgegend. Oh, da bist du ja schon. Yay, verreckt. Du auch. Schön. Na klar. Bring mal bitte Pflanzenfasern, Sprössling und Kleeblatt mit. Zwei Sprössling, zwei Pflanzenfasern, ein Kleeblatt. Dann kriegt jetzt erstmal Michi, der wird wiederbelebt, dass der sich wiederbeleben kann. Aber die Sache ist, der ist ja, du bist ja so weit drin jetzt. Michi liegt da neben dir. Geilo. Die Sache ist, du bist jetzt so weit reingeschwommen, dass du ja nicht wieder rauskommst eigentlich. Das geht, ja. Ich war schon auf dem Rückweg. Okay. Bei mir sieht es aber auch nicht anders aus. So, Pflanzenfasern, was noch? Sprössling und Kleeblatt. Okay, hier ist der Scheiß. Pflanzenfasern haben wir natürlich wieder nicht da. Dum, dum. Also so, ich habe nicht mal eine Axt, um welche zu schlagen. Und natürlich ist jetzt auch noch fick dunkel und man sieht gar nichts. Ja, super. Läuft doch. Alter, ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier irgendwie. So, bei 40 geht's zurück. Und zwar. Nee, 45 schon. Und irgendwas will ich hier kämpfen. Ich habe noch einen Schalter gefunden. Der ist auch schon umgelegt. Okay, ich muss aber zurück. Der ist auch schon so gedreht. Das ist ja strange. Mit dem Pfeil nach unten, ne? Ja, ja. Also auf Rot quasi. Ne, der eine ist dazu hinter so ein paar Hecken irgendwie versteckt. Ja, aber vielleicht sollten wir mal die Stromleitung in die andere Richtung verfolgen, um mal festzustellen, ob wir nicht vielleicht erstmal irgendwo Strom anmachen müssen. Ja, das kann natürlich sein. Das könnten wir mal machen, ja. Ist eine gute Idee. Na komm, 6, 5, jetzt spuck hier Wasser aus. Spuck hier Sauerstoff aus. Oh, ich hasse es, ey. Ja. Oh. Alter. Gut. Wo geht's denn hier lang? Gucken wir mal. Blub, blub. Ja, hier geht's in die Erde. Und dann schwimme ich dem mal nach oben nach. Guck mal, ob da irgendwas ist. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt an meinen Rucksack kommen soll. Ich komme da irgendwie nicht hin. Hast du gerade Taucher-Equipment von mir gekriegt? Ja, ich komme da aber nicht hin. Das ist ganz schön doof. Also ich habe gerade festgestellt, dass das Kabel an beiden Enden im Sand versickert. Toll. Oh, scheiße. So viel zum Thema Pond. Ja. Lassen wir das. Kein Bock mehr. Wir machen das Spiel aus und spielen was anderes. Seven Days to Die. Seven Days to Die. Ja. Ne? Damit endet diese Reihe. Tschüss, ihr Säcke. Kack noch eins, ey. Kotz im Strahl. So. Hier wieder aber einmal. Erzähl doch den Zuschauern mal von deinem neuen Greenscreen. Du bist auch so stolz drauf. Von meinem neuen Greenscreen? Ja, den sehen sie doch. Den muss ich doch jetzt nicht dreimal betonen. Ja, aber bei uns machst du es 30 Mal. Ja. Pro Person. Wie stolz du drauf bist und deinen Zuschauern gar nicht. Also, nee. Ich bitte nicht. So, Regler drehen. Kann ich nicht. Ist ausgegraut. Warum ist das ausgegraut? Kann ich den schlagen? Schlag ihn. Nee, kann ich mit dem Kiesel auch nicht. Ich habe auch alles versucht, aber keine Chance. Ja, ich muss auch schon wieder zurück. Alter, kann hier nicht mal irgendwo Blubbelblasen sein, dass man sich hier wenigstens Sauerstoff holen kann? Der Weg hier rein ist so lang, ey.
Schön wäre es, wenn es mal hell wäre. Ich finde nicht mal mehr zu meinem Rucksack. Und oh, ich bin ganz allein. Meine Lampe ist auch schon wieder aus, sehe ich gerade. Alter, das macht mich so fertig hier unten. Das nervt mich wirklich richtig. Ja. So, ich habe schon wieder nur noch 10 Sekunden. Ich habe zwar die Blubbelblase im Blick, aber der muss auch noch im richtigen Augenblick irgendwie da eine rauskommen. Jetzt kommt eine und jetzt kriege ich die nicht. Ja. Ja. Boah, aber auf den letzten Sack wieder eben bei 0 Sekunden. Alter, ich mag da auch nicht ständig rein und raus, weil... So, wie viele Pflanzenfasern brauchst du jetzt? Warte mal, der Karl, Ragnar. Zwei Sprösslinge und... Brief von einem, zwei, dann reicht das. Ich warte mal hier, Michi. Also wenn irgendeiner weiß, wie wir den Scheiß hier aufkriegen, vernünftig. Ne? Ach, ich guck schon wieder in die falsche Kamera. Da ist sie jetzt. Hey, gerne in die Kommentare. Wir sind bereit zu lernen und vor allem echt verzweifelt gerade, ich zumindest. Weil mir das echt auf den Warum finde ich dich nicht mehr? Was ist denn das? Du musst nur Alter. Senkrecht runterschwimmen, Alter. Das tue ich. Wo ist denn der No-Budget-Nerd? Das regt sich auch gleich wieder auf. Schlimm. Ich krieg nicht, ich habe einfach nur gesagt, das tue ich. Seh nicht mal, wo du bist. Du bist auf völlig falschen Ende, Alter. Ich bin einfach nur beim Marker runtergeschwommen. Mehr habe ich nicht getan. Hier ist der Marker. Und guck mal, wo du bist. Ja, ich bin auch gerade am Boden natürlich lang, ne, weil ich halt... Wieso gerade am Bogen lang? Du sollst gerade runter schwimmen. Weil ich mich auf meinen Rucksack konzentriert habe, weil ich auf meinen Rucksack zugeschwommen bin. Ja, was ist denn das für Blödsinn? Das ist doch eine Höhle. Aber dann lass mich doch mal ausreden, Mann! Dann war ich auf dem Boden und da hat er mir immer noch 50 cm angezeigt. Unter mir. Ja, ich Warum? Weiß, weil das eine Höhle ist, du Affe, und wir nur hier reinkommen. Ja, und deswegen bin ich halt in diese Richtung geschwommen, um den Eingang der Höhle zu finden. Ja, ich hab dir doch gesagt, der ist senkrecht unter uns. Er höchstwahrscheinlich wieder abgedriftet. Fall mir doch nicht ganz Wort, Mann. Alter Schwede. Du driftest ab. Komm Nein, rein jetzt hier. Nein, du kannst mir ins Wort, du Dussel. Ja, weil ich wusste, was du sagst und ich sagte die ganze Zeit, dass es Blödsinn ist. Du fällst einem immer ins Wort, du Trottel. Jetzt komm ran hier. So. Ja. Musst nur hier in die Richtung gucken und blub. Runter. Es leuchtet sogar von da. Wo wir hin müssen. Bei mir leuchtet gar nichts. Bei mir ist es einfach nur ficke dunkel. Boah, scheiße, der Koi! Der ist gerade voll hinter die Herde, Digga. Ja, ich bin auf dem Weg nach unten, ne? Und dann siehst du ja schon das Kabel und am Kabel ist auch das Sauerstoffdings. Kai ist genauso frustriert. Ja. Ja. Der Kai ist. Wasserblase. Oh. Der Kai ist genau über dem Loch, wo du runter musst. Sehr gut. Oh, kann ich den pieksen? So. Vielleicht ist irgendwas beim T-Rex. Es soll irgendwas mit Schaltern sein, verdammte Axt. Oder haben wir den manchmal jetzt schon auf? Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin ja, aber hier klebt ein verrotteter Stachelspeer im T-Rex-Maul. Gut. Den habe ich mir jetzt, den hab ich jetzt geclaimed. Hast du gegönnt, ja? Ja. Yeah. Na, immerhin mal was Neues. So. Ah, guck mal, hier oben. Ah, wenn ihr reinkommt, guckt mal gleich nach oben. Hier, also, da stehen die drei Schalter und dass sie keinen Strom haben. Da sind Leuchten ja. Dicht dran. Habt ihr die schon gesehen? Nein. Okay. Ihr schwimmt den Tunnel entlang. Ja. Und wenn ihr geradeaus auf diese Wand zuschwimmt, da seht ihr ja im Endeffekt, dass diesen versteckten Schalter oder beziehungsweise diesen geschützten Schalter in der Glasscheibe. Ja. Und am oberen Rand dieser Höhle, da ist... wie so ein Eingang, wo wir früher auch schon reingelaufen sind, hinten im Wald. Okay. Aber prinzipiell... Ja. So, müsst ihr jetzt draußen eigentlich nur noch die Dings aktivieren. Die was? Dann versuche ich das jetzt mal. Die Schalter. Die Schalter sind jetzt frei. Jetzt könnt ihr die benutzen. Aber warum sind die denn jetzt frei, wenn du drin bist? Wie macht man das denn, wenn man alleine spielt? Weil Kai was gemacht hat. So, die Schalter leuchten auf jeden Fall. Okay, das ist ja schon mal was wert. Regler drehen habe ich getan bei einem auf jeden Fall. Okay, Ich muss nur hoffen, dass ich sehe schon. Okay, ja. Gut, ich habe hier zumindest meinen Rucksack gleich. Nein, hier. Nein. Doch.
Wo sind die anderen? Ich hab bloß einen aktiviert. Wo sind die Links ist noch einer. Scheiße. Links hinter dem Gewirr. Ich finde die anderen nicht. Hinter dem Gewirr zum tausendsten Mal. Oh, ey. So, alles nehmen. So, jetzt muss ich irgendwie zu Kai kommen. Wo ist denn Kai? Ja, bringst du mir bitte eine Wasserflasche mit? Ich hab so Durst. Alter, ich muss überhaupt erstmal sehen, wo du bist. Und ich könnte so, dir ich jetzt entgegenkommen. Zwei Ach, da, ja, ja, ja. Okay. Weil da sind Spinnen drin. Also, zwei Ach, scheiße. Ich werde jetzt gleich sterben. Jetzt siehst du mich. Ja. So, und jetzt gehst du hier lang, in die Richtung, wo ich gerade gelaufen bin. Da ist ein Eingang. Okay, 9 Sekunden. Oh, jetzt aber, da muss aber richtig fliegen. 3, 2, 1, ich bin tot. Ja. Ich verreck auch wieder. Du musst da reinschwimmen in dieses Loch. Alter. So kurz davor, lecko mio, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich hab das Tor gesehen, aber da kommen wir nicht, werden wir nicht hinkommen. Ja, das wird schon. Ne, wir gucken mal. Unwahrscheinlich. Ah, sei doch mal guter Dinge. Nicht, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ach komm. Wir haben gerade erst erfolgreich, also sehr erfolgreich, eine Spülmaschine geholt. Yay! Das war aber real life. Ich meine mit sieben Spielen. Ach so, ja, nee, das ist schlecht. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Wie Kai auch sicher im Trockenen steht, weißt du, und wir hier, wie die Besenkten eigentlich nur versuchen, irgendwie unser Equip wiederzukriegen. Ja, das ist schon sehr schade. Ja, ja. Für wen ist Aber ich hoffe, Kai, für dich, dass du dadurch jetzt bessere Laune hast. Das wäre schön. Dass wir die ganze Zeit sterben und du nicht. So, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, wo ich danach hin muss. So verschwommen ich das hier auch gerade sehe. Und mein Rucksack liegt ungefähr in die Richtung. Ach, da ist ein Rohr, ne? Meinst du das? Ja. Ja, genau. Kai, da müssen wir rein? Ja. Okay. Da kommt ihr, da schwimmt ihr quasi durch Spinnen durch, aber einfach nur durchschwimmen. Nicht mit Prügeln, gar nichts, einfach nur durchschwimmen zu mir. Du kommst dann aus dem Wasser raus, die verfolgen dich dann auch nicht. Okay. Ah, hier ist auch wieder so ein Lager, cool, ja. Okay. Sauerstoff, leck mich fett. Oh, gut, ne? Hier ist auch der Hamstest Tag 1. Genau. Wasser. Okay. Ich brauch Wasser. Ach so, ja, warte. Ich kann auch Ekelwasser saufen, stimmt, Trottel. Aber ich hab noch Essen dabei. Na, ach so, na denn. Warte mal. Hab ich genug Essen dabei? Ich hab eine Wasserflasche. Ich hab nur eine Trinkflasche. Ja, ist egal. Ah, hier. Yay! Hey, wir sind alle hier. Wir müssen jetzt alle wieder hier, müssen alle wieder hier raus. Ich will hier nicht raus. Wir müssen die Scheißschalter umgehen. So. Oh, ich kann das Wasser gar nicht trinken. Witzig. Echt nicht? Nein. Kai, ich hab hier einen Sack für dich, wenn du möchtest. Sehr schön. Ja, ich bräuchte echt. Ich hab echt Durst, weil. Ich hab ihm den auch gerade gedroppt. Ja, aber dann komme ich nicht an der Spinne vorbei. Ich hab zu Hause zweimal geschöpft und jetzt kann der ist trinken. Ungelegt, der ist ungelegt. Ist das der letzte? Das liegt hier. Hi. Der letzte, da kommen wir von innen rein, Leute. Ich sag's euch. Nein. Ich weiß, wie wir da reinkommen. Okay, willst du deinen Sack wieder haben, Michi? Ah, ich kann es erstmal behalten. Hier kommen wir nicht rein. Ich bin jetzt halb voll. Ja, ich weiß auch ungefähr, wie wir da reinkommen. Oh, wir können hier speichern und schlafen. Oh, wir können Respawn Point setzen, heißt das. Ja. Jo. Oh, dann komm ich. Genau, habe ich auch gerade getan. Ich komme auch erstmal rein, wartet. So, das muss ich dann auch erstmal machen. Wir haben halt nur nichts zu trinken, ne? Oh, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich glaube, ich war hier schon mal. Vor Ewigkeiten. Willst du hier gewesen sein? Also hier auf jeden Fall, in diesem Abschnitt. Ich bin nur nicht weiter geschwommen, weil ich Schiss hatte vor den Schlangen. Welche Schlangen? Spinnen, Entschuldigung. So, Spawn Point setzen. So. Ist hier gerade so ein kleiner Lügenmüller unterwegs? Ja, komm. Okay. So, dann versuche ich mal den Scheißer wieder zu kriegen. Oder da nochmal hinzukommen. Nein. Oh, der Kater hat mich angeweint. So, was war jetzt die Mission? Den letzten Schalter umlegen. Nee, letzten Schalter umlegen. Richtig. Ich mach die Spinnen hier kaputt. Mach die Spinnen kaputt. Mach das. Ist auch schön. Mach die fix kaputt. Ich guck mal fix, wie wir in den zum letzten Schalter kommen. Ja, ich befürchte, ich weiß wie. Wir müssen durch das Rohr durchtauchen. Ja.
muss nur gucken, wo ich in dieses. Hier. Warum heilt sie sich ständig? Ich hab den Eingang. Oh, hier ist Gegenstrom. Was geht denn ab, ey? Wie soll ich denn da lang kommen? Alter, das ist doch nicht wahr. Im Leben nicht. Selbst echt? Also, so, wo ich das gerade gesehen habe, ist kein Gegenstrom. Da war Gegenstrom, wo ich gerade rein bin. Ja. Zack. Das ist auch der richtige Weg. Ja, aber hier strömt. Ach nee, ich komm doch vorbei. Rein und dann links. Oh, nee, das geht intervallmäßig an, das Ding. Ja, gut, dann einfach. Ja, nee, nicht dann einfach. Ja, aber wir haben doch die Flossen, das kann doch nicht sein. Ich muss nochmal zurück, ich brauch Sauerstoff. Schwimmt Michi denn da rum? Oh, wieso bist du da jetzt vorbeigekommen und ich nicht? Weil ich mit Speed geschwommen bin, also mit. Ja, das mache ich auch, aber ich schaff's nur gerade so, ne, ey. Ja. So, wo haben wir Sauerstoff? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, gar nicht wahrscheinlich. 15, 14. So, aber wir haben überall Strom, ist doch schön. 13, 10. Ich kann aber Energie. Ich kann den Schalter trotzdem nicht umlegen. Ja, das war's, ich bin tot. Und ich auch. Wieso? Energieleitungssteuerung, Energie fernverwaltet. Okay. Ja, wir respawnen ja alle hier. Sieht ja, aber jetzt kommen wir da mit 40 Sekunden hin? Nee, aber ich kann euch nach und nach mein Equip geben. Und dann könnt ihr wieder rauskommen. Hier, aber man kann die trotzdem nicht umlegen. Nee, aber es ist offen. Wo ist offen? Ja, wir müssen unten durchtauchen. Achso. Ich muss jetzt erstmal irgendwie an meinen Dings kommen. Ja, ihr könnt ja mal gucken, ob ich da hinschwimmen kann. So, ich versuche den. Ist Duckspinner, okay. Ich versuche den schon mal hier wieder rauszukommen. Müssen wir ja, ne? Ja. Ach nee, hier. Ah. Jo, ich bin drin. Sag ich doch. Es geht gerade wieder zu. Alter, nein. Warum geht das wieder zu? Wo ist es? Wo ist mein Sack? Wo ist mein Sack? Wo ist der? Ah. Ich bin doch direkt davor. Ich bin doch direkt davor. Wo ist er? Wieso komme ich da nicht rein? Wo ist der Sack? Hä? Du müsst das Rohr wieder lang schwimmen. Oh, echt? 1 Zentimeter von meinem Sack. Warum krieg ich die nicht? Okay, hier liegen auf ich jeden Fall. Gekriegt, ja. Die liegen eine Menge Faserverbände. Meine Fresse, ey. Das ist schön. Man sieht auch nichts. Müller, kannst du von innen die Tür aufmachen? Ja, warte. Ich leg nur gerade erstmal. Ist egal, ich muss jetzt nochmal. Ich geh nochmal schwimmen. Nee, ich mach also auch. Ey, lass ja, ich will jetzt noch meinen Sack finden. Ich hab nur gerade ein bisschen Schiss, dass hier. Okay, da geht's wieder ins Wasser. Test Tag 36. Aber ich habe noch keine Schalter gefunden. Hier geht's auch wieder ins Wasser. Anmeldung Tully Wendell. Hier ist versperrt. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder ins Wasser. Ach, ich kotze, hey. Ich hier irgendwas schon wieder tot. Ich auch, aber ich bin mitten im Lager gestorben. Ich habe jetzt irgendwas. Irgendeinen Schalter habe ich gedrückt. Ja, ja, moin. Geöffnet. Hi. Okay, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Hier war die nächste offene Tür. Du hast so die Fresse voll von dem Spiel, oder? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So. Hups, Sicherheit. Ups, Sicherheit zuerst. Ja, sehr geil. Aber hier ist auch ein Labor drin, ne? So ein Analyselabor. Analysator, weiß ich nicht. Alter, ist ja, das. Ja, muss ja. Ich kriege ja auf meiner Dings, auf meiner. Alter, ist. Okay, hier ist echt. Wir brauchen nur Unterwasser-Dings hier. Kann ich eine herstellen? Wo sind denn die? Schleimpilz, Fackel. Nee, die will ich nicht. Was ist die denn? Gesundheit und Snacks. Werkbank, Schleimpilz-Laterne. Okay, ich mache jetzt nichts mehr hier. Wir brauchen nur Schleimpilzstängel und Seegrasfaser, sonst kommen wir hier, glaube ich, nie weiter. Außer, ja. Außer du hast noch eine Lampe, Kai. Nee. Nee. Doch, so ein bisschen. Na ja, los, dann komm mal her zu mir. So, was ist das hier für ein Teil? Ist das Gehirn? Was ist denn das? Unbedingt. Möchten wir das wissen? Ja, klar will ich das wissen. Sieht aus wie ein Herz, oder? Ein bisschen wie ein Herz. Ja, könnte auch sein. Oh. Was denn? Hast du einen Schalter gefunden? Wo wir gerade waren, muss ein Loch irgendwo im Boden sein. Ein Loch im Boden? Ja. Ey, wir sehen auch nichts, ne? Wenn wir nicht so einen Guide hätten, dann würde hier gar nichts gehen. Wir sind gerade echt blind.
Wir sind einfach genervt von dieser Unterwasserscheiße, die wir hier die ganze Zeit hatten. Yes. Wo wollt ihr hin? Hier müsst ihr hin. Hier, von hier. Ja, genau in die falsche Tür gelaufen, die du uns eben gelotst hast. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ah, Kamera. So. Auf geht's. Ah, yay, ja, das war zu einfach. Hä? Ich sehe nichts mehr. Aufwärts. Ich sehe gar nichts. Jetzt ist es weiter. Kai, kannst du nochmal zu mir kommen? Ich sehe nichts. Meine Lampe ist gleich aus. Dann sehe ich nämlich erst recht nichts. Ja, ich komme hier aber auch nicht mehr raus. Ach, das ist schlecht. Hä, du bist doch da. Nee, nein, das bin ich. Bei mir. Ich bin. Ah, hier, nee, ich bin draußen. Okay. Okay, dann versuchen wir jetzt noch fix durchzukommen. Genau, versuchen wir die Tür aufzumachen. Erstens, bevor wir ersaufen und zweitens, bevor die scheiß Lampe ausgeht und... Genau, ihr seid da, ihr seid da, ihr seid da, ihr ja, seid da. Ja, toll. Aber wir haben auf jeden Fall Licht. Okay, ich kann den ganzen schon mal zugucken. Der macht doch mal die Tür auf. Uiuiui. Pff, ihr Ficker. Bitte hier rein, Passwort. Knicken. Passwort. Starte den Computer im Biodome neu. Ja. Ihr Ficker. Dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Let me free! Ah ja, hier ist offen. Warte, da ist doch jetzt offen gegangen. Juhu! Aber wir sollten uns vielleicht nochmal umgucken. Ob hier nicht doch noch irgendwas zu holen wäre, was wir in unserer Eile die ganze Zeit hier übersehen. Auf Löcher im Boden. Habt ihr gesehen, was da steht, wenn man den aktiviert, den Computer? Stand nur Tastenhämmer. Tastenhämmer. Richtig gut. Starte den Computer. Oh nee, da kommt ein Roboter-Affe. Kommt. Ja, hier. Muskelspross-Testküche habe ich noch gefunden. Hier geht's weiter. Rechts so. Kommt da. Rechts kriegen wir. Ja, die können auch nichts. Die sind doch easy. Sind zwei, aber aus der Richtung, aus der die jetzt gerade kommen. Hinter dir. Das heißt, die kamen hier lang. Hier sind sie. Hier geht's weiter. Ja, wir müssen erstmal. Dann überziehen wir jetzt. Scheißegal. Genau, hier rechts rein. Oh, hier ist jetzt richtig Robo-Action. So, einer, zwei. Hä? War ich hier eben schon mal? Ja, von hier sind wir reingekommen. Oh, ich sehe gerade. Jetzt muss ich jetzt mal was trinken. Oh, ich kann auch nichts mehr trinken, scheiße. Das Murky Water konnten wir nicht trinken, ne? Doch, kannst du. Echt? Achso, nee, hier kann man, glaube ich, kein ekliges. Aber da vorne, ne? Wo wir reingekommen sind vorhin. Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, aber Scheiße. Hier geht's sowieso hoch. Okay. Dann kloppen wir mal weiter um uns. Es geht hoch. Hoch ist gut. Ich mag Roboter. Hoch. Ah, hier ist der Dom. Ja. Ich muss nur gerade jetzt mal ein bisschen was essen. Juhu, Robo. Aber ein Cup. Gott. So. Hier ist die Analysestation. Alter, dass jeder 100 Science bringt, ne? Hinter dir. Vielleicht. Oh ja. Und wo wir reingekommen sind, in diesem komischen Lager. Boah, wer hat mich kaputt gemacht? Der Roboter. Ich glaub er. Gut. So. I'm alive. Okay, da hinten ist noch eine Mappe. I'm fucking alive. Was ist das hier? Testtag 7. Hamstest. Was auch immer der Hamstest ist. Ich sehe, dass mich einer von euch kaputt gemacht hat. Willst du Knöpfchen drücken? Darf ich Knöpfchen drücken? Wo ist ein Knöpfchen? Warte, wo bist du denn? Bist hier du nach oben. Oben schon? Okay. Oben. Ich hab mir gedacht, ich guck mich erstmal um. Ja, mach doch. Ah, Kai ist ein Rusher. Ja, Kai rusht echt schon wieder durch hier. Jetzt hast du eigentlich was. Jetzt ist schon mal sie auch um. So, darfst drücken. Verbindungsfehler. Ominent Doors. Ominent Doors. Version 3.1. Hey, es geht auf, aber man kommt hier trotzdem nicht raus. Yeah. Unser Freund. Ja, das ist die Scheißstation, die wir immer. Automatikmodus. Die wir immer so schön verschlossen gesehen haben. Aber coole Mucke. So eine Pipe nach oben wäre ganz geil. Burger Chip Teich. Auf jeden Fall. Haben wir bekommen? Ja. Oh, geil. Dann haben wir jetzt endlich Teichfarbe. Yay. Super. Das ist ja geil, hier ist so ein Cardio-Männchen. Wie hast du deine Wohnung gestrichen? Hier ist Arsch. Was haben wir hier? Oh, hier kann man noch weiter tauchen. Echt, das ist ja Aerobic-Scheiß, ne? Geiler Mist. Guck doch mal in Ruhe, ihr habt erst gar nicht das geile Aerobic-Programm gesehen. Hä? Ich lauf nochmal zurück zu dem Punkt, wo wir hergekommen sind, weil... Warum? Da liegen Knochen, die wir noch analysieren können. Hier liegt ein Analysator. Analysator?
Yes, Sir. Also ich hätte ja Bock auf so eine Pipe nach oben an die Oberfläche. Ja, ich habe auch die Schnauze voll. Da, wo du gerade warst, da gibt's auf jeden Fall nochmal durchs Wasser. Ich weiß nicht, ja, und da ist eigentlich auch ein Eingang bei diesem Waterdome. So, warte mal, bevor ich jetzt tauchen gehe, lasse ich erstmal meine Stamina ein bisschen füllen. Hier ist Seegrasfaser, aber irgendwo war doch hier... Ja, wir sind jetzt hier wieder ganz am Anfang, ne? Da, wo wir reingekommen sind. Hier war ein Analysator? Oh, hier ist übrigens so viel Zeug, wo wir mit Dings bauen können. Dieser Baukram, ne? Ja, hier sind die ganzen Glüh, also die ja, Schmierpilzstängel, ja. Ah, und stimmt. Seerosenwachs. Und Seile. Und ja. Seidenseil. Da bauen wir uns mal bitte gleich 3 Stück, aber ich habe gerade Inventar mal wieder. Ja, ist voll. Kein Ding. Ich kann. Michi, brauchst du mal deinen Wassersack eigentlich zurück? Ich habe Hunger und Durst. Ich habe vor allem Durst, ja. Michi? Wassersack? Wenn du willst, kannst du mir geben, ja? Ich meine, wir haben jetzt hier sowieso kein frisches Wasser, aber... Ich hab nur noch... Ne, aber Quatsch. Ja, klar. Die Keuschuppe könnte noch einer mitnehmen, das wäre gut. Die Keuschuppen und so. So, ich kann jetzt erstmal ein paar Lampen bauen. Ich droppe jetzt erst einmal... Ja, Lampen können wir leider hier unten nicht bauen, ne? Oder wieso nicht? Ist hier unten irgendwo eine Werkbank. Doch, Schleimlaterne. Mir fehlen nur Seegrasfasern, dann kann ich eine bauen. Schnellherstellung verfügbar, erfordert Werkbank. Ach, steht auch mit dran. Okay. Reicht da. Scheiße. So, dann gehen wir mal wieder nach oben, ne? Und, oder ja, genau, da ist nämlich noch dieser Tunnel, wo man vielleicht rauskommt. Michi, hast du jetzt das Bärenleder gekriegt? Ja, ich hab's. Und die ganze Eins darf auch? Ich bin noch bei, beim Einsammeln. Achso. Ich weiß nicht warum, aber meine Kamera fliegt gerade wie irre hier über den Bildschirm. Das macht sich gerade alles sehr, sehr uncool hier einzusammeln. Man versucht irgendwie Kai hinterher zu kommen. Der hier einfach nur rennt. Da ist der Analysator, na siehst du wohl. Ich könnte eine verrottete Schleimlaterne analysieren, aber das wollen wir ja nicht. Ja, auch später. Oh, nicht? Versunkener Knochen, neue Ideen. Blasenhelm, das klingt gut. Ja, siehst du, das ist der, den wir brauchen. Da gucken wir doch gleich mal. Wo ist denn der Blasen? Und den Knochendolch, den hätte ich auch gerne. Der macht bestimmt gut Schaden. Unmöglich. Blasenhelm. Ein verbessertes Atemgerät, das versunkene Knochen und andere wasserabweisende Materialien kombiniert, um größere Luftblasen zu erzeugen. Die eine, noch längere Tauchzeit ermöglichen. Dann hast du irgendwie 140 Sekunden, also ich glaube das Doppelte. Ja, und da brauchen wir dann die versunkenen Knochen für. Und Seidenseile und Seegrasfasern. 5. Okay, ich habe einen, wenn du den haben möchtest. Ja, wir haben in der Basis auch noch ein paar. Das ist jetzt mal gut. Ich würde sagen, für den Weg hier raus lassen wir uns die nächste Folge. Hast du denn ein Stack in der Hand? Moment. Nee. Keuschuppen, Brustplatte, also Keuschuppen. Boah, das klingt auch geil. Rüstung, richtig gut. Was kann der denn? Perfekter Block. Ja, aber hat weniger Panzerung als Marienkäfer, ne? Ja, dafür ist halt perfekter Block als... ja, das ist halt echt übel. Ne? Das ist halt echt übel. Wenn du keinen Schaden mehr beim Blocken nimmst, das ist ganz schön imbar. Ja, auf jeden Fall. Guti. So, wollen wir noch raus oder machen wir hier Ende? Was meint ihr? Jetzt auch egal, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, das nehmen wir noch raus. Wir suchen den Weg nach draußen noch. Willst du dich keinen Schwein angucken? Ah, ich weiß nicht. Okay, hier waren wir noch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Hab ich. Dann mal los. Okay. Jetzt hier einfach wahrscheinlich das Tor offen und wir können nach oben schwimmen, ja. Ja, gut. Ey, warte mal. Das nicht zu machen, wäre auch einfach zu pimmelig gewesen. So, und hier brauchen wir jetzt den Wassermarker. Ja, ich baue hier nochmal einen Marker hin, dass wir hier wissen. Ja, bitte. Ne, direkt gerade runter. Ja, genau hier, wo ich gerade stehe. Das ist ja auch interessant. Mit Q wechselt man zwischen Dings hin und her. Aber egal. Zack. Also, ich bin hier. Also, jetzt, wo ich hier gerade bin, bin ich einfach nur stumpf nach oben gefahren. Ja, genau. Ja, aber wir haben die Zutaten nicht, um da diesen Wassermarker zu bauen. Der ist echt. Kannst du mir mal bitte noch einen zweiten setzen? Aber du kannst dir doch schon mal eine Markierung setzen, Digi. Weil wir können hier einfach in Verlängerung. Ja, das kann ich machen. Ja, warte, ich setze hier. Nee, pass auf. Einfach hier bei Michi. Ja, genau. Zack.
Dann müssen wir da runter. Setze hier irgendwie noch einen hin, ja, der quasi dahin zeigt. Nee, einer reicht doch. Ich bin so klug. K-L-K. Ja, hat einer noch Pflanzenfasern? Ja. Nee, ich hab nur Seile, Entschuldigung. Ja, scheiße. Oder jetzt kann ich keine falschen Hoffnungen machen. Zwei fucking Pflanzenfasern. Na gut, ihr Lieben. Wir haben es dann tatsächlich geschafft. Wir haben diesen Unterwasser-Bullshit. Ich meine, ist das Schlimmste, was es in jedem Spiel gibt, oder? Sind die Unterwasser-Level? Nein. Nein. Wüste? Ja. Wüsten-Level? Wüste ist am Schlimmsten. Nee, ich habe unter Wasser immer gehabt. Ach, ja, wie die Pest. So, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich drehe völlig am Rad, dass wir das noch irgendwie hingekriegt haben. Ich danke meinen beiden Mitspielern und vor allem Kai, der uns hier so wunderbar durchgelotst hat. Und übergebe zum Tschüss sagen einfach mal darüber. Kai, es hat mich gefreut, dass du durch unsere Tode doch ein bisschen aufgeheitert wurdest. Und vielen, vielen Dank, dass du uns da durchgeleitet hast. Ja, sehr gerne, lieber Michi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Hast wenn du man es nicht gesehen hat. Ja. Ja, ja, zum Schluss auf jeden Fall. Mr. Rush. Mr. Rush. Ja, der nicht mehr aus dem Wasser rauskommt und gerade irgendwie verzweifelt versucht, wieder ins Zauber zu kommen. Ja, trocken sein wäre schön, oder? Gut, ja. Wie dem auch sei. Ne? Gerne Kommentare, was haben wir noch alles? Like und Abo und schau mal beim lieben guten Kai vorbei und der Schabernack findet ihn ja auch bei Twitch mittlerweile und der ist da recht regelmäßig am Senden. Unterstützt ihn. Genau, im Gegensatz zu mir kann er da Geld verdienen. Bei YouTube verdient man keinen müden Heller. So sieht es nämlich aus. So, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bär. Das ist keine Werbung für mich macht, ne?